Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Um zu zeigen, wo wir sind, das ist die Rotnarbenhöhle. Weltkarte ist hier. Moment, das Tor zu sehen, da die Rotnarbenhöhle. Ich sehe auch gerade, wir haben hier eine Quest sogar. Ach ja, Kartennoten finden, das ist auch so eine Mod-Quest. Mal gucken, ob wir was finden. Und wir haben hier halt schon einige Mystiker besiegt. Das ist eine reine Mystikerhöhle. Scheint zumindest so. Und wir gucken heute mal, wie es hier weitergeht. Es geht tief nach unten. Ich sehe aber noch niemanden. Das heißt, wir können erstmal einigermaßen unbeschadet hier laufen. Das ist natürlich die Frage, wenn wir die Kette irgendwie abmachen könnten, was passiert dann? Bevor ich das Erz abbaue, mal kurz gucken. Nee, sieht immer noch einigermaßen friedlich aus. Dann bauen wir kurz... Oh, diesmal Quecksilber, auch besser. So, dabei wurden wir erwischt. Jetzt mal schauen, wie gut könnt ihr mit Magie umgehen. Ernsthaft, boah, wie lange der braucht, den aufzuladen, Mann. Du bist so ein Nahkämpfer? Ja. Ja, wir laufen jetzt mal gemütlich eine Runde. Aha, du bist tot. Ja, auch bald. Heilen die sich so krass hoch? Okay. So. Was habt ihr denn Feines? Moment, stopp. Hinter uns lag auch noch einer, ne? Genau. Der, der schon Nahkämpfer hielt. So, Nehmer. Perfekt. So, Nehmer nicht. Du bist echt ungünstig gelandet. Okay. Brauchen wir die? Nö. Ja. Ja. Oh, ein Schlüssel. Okay. Wieder die Sachen und wieder ein paar geile Ringe. Was für Ringe so geil sind, ist natürlich die Frage, aber wir haben ja die Ausrüstung, die wir brauchen. Deswegen für uns sind die Ringe vielleicht nicht so geil. Aber sie bringen auf jeden Fall viel Geld und wenn man vielleicht noch nicht so richtig zum Craften hat, sind die auf jeden Fall gut. Damit jetzt eigentlich alle wieder erwischt hier sind. So. Nichts allzu Spannendes hier. Da rechts geht es wahrscheinlich weiter. So, gehen wir erstmal hier links. So, eine Truhe ist immer gut. Gold, Seelenstein, Rubin, Malachit. Alter, wir gehen hier mit so viel Kohle aus, sage ich euch. Na, ah, wieder ein Moment, um kurz Pause zu machen, sprich Erz. Haben wir auch. Dann nimm mal die beiden in die Hand, Kumpel. Nimm die beiden in die Hand. Hä? Ja, jetzt machst du es. Okay. Schleichen wir aber lieber wieder eine Runde. Machen wir das noch voran. Hä? Ist das fake? Hallo? Ja, das ist toll. Warum darf ich da nicht rein? Ich habe den Schlüssel gefunden, hallo. Paki.
Spucky, nein. Was können wir jetzt so machen? Nochmal rein und rausrennen? Ja, versuchen wir das mal. So, Tür. Okay. Da, da war was. Irgendwo ganz klein. Da muss genau treffen. Okay, dann ist es. Ja, nur Teilbuggy, oder wie nennen wir es dann? Ist erstmal egal, wie wir es nennen. So. Da betet schon jemand. Besiege Wonos. Besiegen wir ihn ehrenhaft? Unehrenhaft? Also, weil da steht ja schon jemand. Das mag Wonos sein. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne Wonos so gerade aus dem Kopf jetzt nicht. Der will aber auch jemand opfern. Ich glaube, Wonos kommt erst aus dem Torhaus. Oder? War er es? Ich treffe ihn nicht. Jetzt aber. So. Kann sein, dass ich jetzt Wonos wirklich ganz mies hinterrücks erschossen habe. Was ist das? Achso, was ist das? Hängt fest. Es sieht cool aus. Ich kann euch auch nicht sagen, was es ist. Weil ich es leider nicht anklicken kann. So. Lassen wir das offensichtlich erstmal beiseite und gehen hier hoch. Okay, geht's dann schon weiter? Okay, das eindeutig so aussieht Oblivion-Tor. Das ist natürlich ganz nett. So. Oh, auch nicht schlecht. Nehmen wir fast alles. Ja, der eine Fall ging daneben. So. Beweise gefälscht, jetzt behaupte ich, getroffen. Das ist deckungsgleich, okay. Hier ist derjenige, den er geopfert hat. Sune. Okay. So. Schauen wir mal. Der Kollege liegt ja auch ganz praktisch hier. So, sein Tagebuch, das brauchen wir eh für die Quest, logischerweise. Schöner Dolch, auch wertvoll, wunderbar. Und natürlich... Oh, der hat Stahlausrüstung, okay. Schade, die anderen waren besser. Von Preis-Leistung her, okay. Schauen wir uns doch mal sein Tagebuch an. Wonos fängt mit V an. Ist damit weit unten. So, ganz unten, okay. So. Dritte Jahresmitte, vierte Ära, 200. Die Stimme von Merunes Dagon durchdringt meine Träume. Zunächst war es nur ein Flüstern, nun aber ist ein regelrechtes Grollen in meinen Schädel. Die Saat von Zwietracht und Gewalt plagt dieses Land und der Boden ist gedrängt mit dem Blut der Schlachten. Bald ist Tamriel reif für die Ernte, denn meine Rache steht bevor, sagt die Stimme zu mir. Ich muss seiner Stimme folgen. Was muss ich tun, mein Fürst? 12. Jahresmitte, 4. Ära 200. Ich hatte unzählige Stunden, unzählige Tage im Gebet zu Dagon verbracht und nichts gehört. Schließlich ruhte ich und hatte einen weiteren Traum. Ein Traum von Feuer und Rauch, Hitze über Hitze. Ich stieg hinab in eine Höhle, immer tiefer und tiefer. In der Hitze begann meine Haut zu kochen und Blasen zu werfen. Aber ich ging weiter, immer tiefer hinab. Feuer und Rauch, Hitze und Stein. Und dann sah ich ihn, den Schlund des Dagon, ein Tor ins Reich des Vergessens. Mit blendenden Gleisen durchfuhr mich Vision von Akatosh, Vision vom Drachen. Was hat das alles zu bedeuten? Ich erwachte schweißgebadet und mit dem tiefen Gefühl einer Bestimmung. Ich fühlte, wie mich etwas gen Osten zog. Ich musste den Ruf folgen. 15. Sonnenhöhe, 4. Ära 200. Dagons Stimme führte mich zu einer Höhle, tief in Velodgebirge. Einst versammelt sich hier seine Jünger. Ich fühle ihre Anwesenheit. Ich fühle seine Macht.
Hier liegt dein Tor ins Reich des Vergessens begraben. Ich kann es fühlen. Es zu erreichen ist mein Schicksal. Ich werde Tag und Nacht mit der Spitzhacke in der Hand verbringen, bis es aus seinem steinernen Gefängnis befreit ist. Sechstes Herdfeuer, vierte Ära 200. Seit beinahe 2 Monaten habe ich mich nun gequält, habe mich tiefer und tiefer gegraben und nur ab und an innegehalten, um mich kurz auszuruhen. Stein um Stein, Stück um Stück näherte ich mich meinem Schicksal, näherte ich mich dem Feuer von Oblivion. Andere haben ebenfalls den Ruf von Dagon vernommen und ihren Weg hierher gefunden, zu mir, zu unseren Fürsten. Wir sind die Hohepriester der neuen Ordnung, die Auserwählten, die im Einklang mit seinem Willen stehen. Als wir tiefer kamen, legten wir die Überreste eines alten Tempels der mythischen Morgenröte frei, wie Diamanten aus dem Fels. Priester Vitus fand als erster etwas. Meine Freunde hielt allerdings nicht lange an, als ich sah, dass es wie alle anderen Tore auch zerstört war. Dennoch konnte ich seine Macht auf meiner Haut brennen fühlen. Viele andere Stücke wie diese liegen über ganz Himmelsrand verstreut, tief vergraben, verloren in der Zeit. Wir werden sie finden. Wir werden das Maul des Reichs des Vergessens wieder öffnen. Vierter Morgenstern, vierte Ära 201. Erneut umwirken Visionen von Drachen meine Träume. Bilder von Martin Septim und Akatosh, die mein Blut vor Zorn und den Durst nach Rache kochen lassen. Schwarze Flügel, die sich unter einem roten Himmel ausbreiten. Noch verstehe ich die Bedeutung dieser Vision nicht, aber Dagon Zass ist wie ein glühendes Stück Kohle in meiner Magengrube, das mich stets vorantreibt. 21. Zweite Saat, vierte Ära 201. In den vergangenen Monaten haben wir in den entlegensten Winkeln von Himmelsrand gesucht und genügend Überreste der verschiedenen zerstörten Tore aufgespürt, um eines wieder zu vervollständigen. Seine bloße Gegenwart weckt Macht, Ehrfurcht und Ergebenheit. Ein Pakt muss nun geschmiedet werden. Dagon fordert, dass jeder von uns ein persönliches Opfer bringt, ein Blutopfer, um unsere Hingabe unter Beweis zu stellen. Mit jeder Seele, die in die Feuer von Oblivion geworfen wird, wächst seine Macht. Die Schwellenbarriere ist hier schwach, und Aufruhr und Zwietracht, die im Lande brodeln, schwächen sie nur noch mehr. Ich muss jetzt einen Dremora-Fürsten beschwören, um an einen Siegelstein zu gelangen und einen Weg zur Öffnung des Tores finden. 10. Sonnenhöhe, 4. Ära 201. Ich habe die Rituale, wie sie in Dimensionsbrücken vorgeschrieben werden, durchgeführt und erfolgreich die Barriere zum Reich des Vergessens durchdrungen. Aber meine Versuche, das Tor als ein Vehikel für den schwellenübergreifenden Einklang zu nutzen, waren erfolglos. Wie zu erwarten, ist das Tor ins Reich des Vergessens schwach und unstet. Ich schmeckte den süßen Schwefel der Totenländer, aber nur für einige flüchtige Momente. Ich habe alles studiert, was man über das Mysterium Xarxes wissen muss. Ich war unzählige Male in Dämmerstern, um seine letzte existierende Seite zu betrachten, und doch bleibt das notwendige Objekt ein Geheimnis. Während ich um Dagons Führung bete und mich mit seinen Tremora beratschlage, gelange ich zu der Erkenntnis, dass ein Siegelstein für sich allein einfach nicht mächtig genug ist. Vielleicht braucht es etwas Stärkeres, um das Tor zu öffnen. Aber welche Art von Artefakt birgt eine solche Macht? Ich habe meinen treuesten Jüngern allen Ecken Tamriels entsandt, damit sie nach irgendeinem Artefakt oder einer Machtquelle suchen, die würdig ist, zum Schlüssel ins Reich des Vergessens zu werden. Ich muss geduldig bleiben, um Dagons Willen vertrauen. 20. Sonnenhöhe, 4. Ära 201. Ich habe von meinen Kundschaftern erfahren, dass ein großer Welkinstein in Riel verborgen sein könnte, einer uralten Eleiten-Ruine. Könnte er die Quelle der Kraft sein, die ich brauche, um das Tor zu öffnen? Er könnte es wohl sein. Wie köstlich diese Ironie. Ein Objekt, das gegen Dagon verwendet wurde, wird nun zu etwas, das seine Macht im Reich der Sterblichen wieder entfesselt. Meine Kundschafter arbeiten eifrig daran, so viele weitere Informationen wie möglich an den Tag zu bringen, und während ich weiter um Dagons Führung bete, sagt seine Stimme zu mir: Hab Geduld, es wird alles zur rechten Zeit enthüllt werden. Zweite letzte Saat, vierte Ära 201. Verdammt seien die Wächter von Stenda. Sie haben den fahlen Pass durch die Geralberge blockiert und machen so den Zugang zu Riel unmöglich. Wir können es nicht riskieren, unsere Pläne zu offenbaren. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wenn wir nicht über die Straßen nach Cyrodiil hineingelangen, dann werden wir direkt durch die Berge gehen. Wir haben das schon mal getan, um zu diesem heiligen Ort zu gelangen, und wir werden es wieder tun. Ich habe eine Truppe losgeschickt, die sofort mit den Graben beginnen soll. 14. Letzte Saat, 4. Ära 201. Erneut suchen fiebrige Visionen meine Träume heim, und wo sich nun der Zeitpunkt nähert, verstehe ich, was getan werden muss.
Die Drachenblut-Prophezeiung sagt, dass sich jemand Auserwähltes zeigen wird, dessen Blut und Seele von Akatosh selbst gesegnet ist, der Dovahkiin. Die Zeitwunde wird sich öffnen und auch Alduin, der Weltenfresser, wird zurückkehren. Auch wenn sie beide Fragmente von Akatoshs Seele sind, so werden sie gegeneinander Krieg führen. Und als Kinder von Akatosh werden sie die Rache von Merunes Dagon ernten. Aber weder Schmerz und Leid noch Tod wird Befreiung verschaffen. Nur der Ultimativverrat wird genügen. Um das Tor ins Reich des Vergessens zu öffnen, ist ein Ritual höchster Ordnung vonnöten. Es muss ein Artefakt von unvorstellbarer Macht verdorben und ein gewaltiges Opfer geleistet werden, und über all dem muss sich das Drachenblut in ein ahnungsloses Werkzeug von Dagons Willen verwandeln. Ich werde das Opfer sein, der letzte Schritt. Und während der Dovahkiin mein Leben nimmt, mit der Klinge in der einen und den großen Welkenstein in der anderen Hand, wird es das Ritual vollenden, um zum Schlüssel zur Öffnung des Tors werden. Dieser höchste Verrat wird die Schwellenbarriere zerstören, das Tor ins Reich des Vergessens öffnen und Dagon Reich der Sterblichen Fuß fassen lassen, bis er seine Armeen wieder aufgebaut hat. Dies ist ein göttlicher Plan jenseits von allem, was ich hätte ersinnen können. Die Welt wird von den Feuern des Vergessens überflutet werden, und das Blut der Sterblichen wird an den Händen von Akatosh kleben. Niemand darf je von diesem Plan erfahren. Er ist zu zerbrechlich, zu perfekt. 17. Der letzte Saat, 4. Ära 201. Es hat begonnen, Alduin ist zurückgekehrt. Skovild wird seit einigen Tagen vermisst. Nachdem er mit ansehen musste, wie sein Bruder geopfert wurde, brach sein Geist und er kehrt dem Orden den Rücken, genau wie ich es geplant hatte. Er wird nach Hilfe suchen, und zwar in Drachenblut. Und sobald er seine Rolle gespielt hat, wird er geschlachtet werden. Das Drachenblut wird mit all seiner Arroganz weiterhin den Ehrgeiz verkörpern, ganz zur Freude Dagons. Es wird ohne Zweifel versuchen, an den großen Welkenstein zu gelangen. Es wird ihn mir zurückbringen, und wenn es soweit ist, wird der letzte Akt des Rituals seinen Anfang nehmen. Priesterin Ennerkain wurde von den Wächtern von Stendar gefangen genommen, aber sie dient einem höheren Ziel. Ihr Geist wird nicht sprechen, sondern sie wird die Wächter dorthin führen, wo sie zur Unterstützung des Drachenbluts nötig sind. Wo sie vollkommen versagen, wird der Dovahkiin Erfolg haben. Doch dieser wird nur von kurzer Dauer sein. Der Siegelstein wurde zerstört, also wird das Tor offen bleiben. Zudem warten zwei von Dagons Tremora-Valkynats Gatananas und Metas in den Totenländern, um den Angriff anzuführen. Sie sind die Verkünder der kommenden Belagerung, und durch ihr Werk wird eine Geißel der Qual gegen die Feinde unseres Fürsten entfesselt. Die Dämmerung bricht an. Ja, wunderbar. Da haben wir doch perfekt den Plan erfüllt und was Böses hinaufbeschworen. Nehmen wir gleich den nächsten Schritt und ab in die Totenländer. So, besiege den Tremora Valkynats. Nicht viel Raum in dem Raum. Da ist er wohl drin. Ups. Raderwurzeln, die greifen einen an. Okay. Ist mir egal. So. Locate Object, Stab der Schreckenzombies. Meine Güte, liegen hier wertvolle Sachen. Okay. Muss ich ja nur sammeln. Wurde bereits gesammelt, okay. Was auch noch da steht. Ja. Schöne Sachen hier. Huch, das wollte ich nicht. Machen wir kurz so. Cool. So, mit Lava-Enthasien. Okay, wir kriegen wirklich ein richtiges Land, ne? Alter, geil. Ja, das hat was. Oh, da ist irgendein Albtraum. Zack. Okay. Das war so ein gemottetes Tier. Das heißt, die Mitte ist irgendwo schwer zu finden und zu treffen. Oder es soll gar nicht sterben können. Vielleicht ist es wichtig. Okay, es ist wichtig.
Aber gib mir, das ist noch ein ganzes Gebiet hier. Ist ja echt heftig. Wow. Wie gesagt, das kam jetzt ein bisschen überraschend. Ich glaube allerdings, nachdem wir die Partie heute beendet haben, werde ich mal zurückgehen und Sachen verkaufen dürfen. Weil hier gibt es garantiert, wie man sieht, noch einiges krasses zu holen. Ah. Gucken, wie stark sie sind. Hi. Oh, das geht. Das ist okay. Ich meine, ich habe so gerade eine fiese Idee, die ich gerne testen wollen würde, aber das mache ich, wenn noch einer kommt. Ja, ja, tob dich ein bisschen aus. So, dann brauchen wir tatsächlich mal kurz. Wo ist es? Healing Blossom. Verfehlt. Und da liegt er. So. Wahnsinn. Gut, wir können bald nichts mehr tragen, aber das, was es hier gibt, das ist ja heftigst. Jetzt haben wir noch Kampfmusik, aber es ist keine mehr zu sehen. Baut mal, dass es alles Alchemie-Zutaten hier sind, deswegen nehme ich das mal großzügig mit. Und wie zu erwarten, sind wir jetzt ein wenig schwerer. Wir werfen jetzt alles mal ein bisschen was weg, was nicht so wichtig ist. Nur die eine Sache wenigstens. Wahnsinn. Also es ist nicht ganz ungefährlich hier. Aber lohnenswert. Hast du gezählt? Nee. Jetzt. Wir sind noch nicht der Erste hier, wie wir sehen. Das Gras können wir, glaube ich, auch sammeln. Genau. Ja. Bin ich jetzt mal gespannt. Lava macht ihm bestimmt Schaden. Ja, ordentlich sogar. Okay. War ja nur mal ein Test. Ich wollte gerne das wissen. Dann können wir das nämlich auch gegen unsere Gegner einsetzen. Warte, stehen schon? Wir scheinen ja auch permanent Schaden durch irgendwelche giftigen Dämpfe oder so zu kriegen. Deswegen heilen wir uns immer ein bisschen parallel. Ach, die gibt es auch in der Richtung, okay. So. Echt krass, was hier jetzt für Zeug gibt. So. So, perfekt. Da kann ich ja noch testen, was ich wollte, und zwar MV Mind. Kann natürlich auch sein, dass der immun gegen Gedankenkontrolle ist, keine Frage. Hi, komm mal her. Cool. Na dann. Kriegst du Schaden? Hm, da ist noch jemand irgendwo. Wo?
Mag das nicht, wenn man auf mich schießt. Bin ich kein Fan von. So. Wo ist es? Da, hole den Wilting. Der andere ist echt gestorben, weil ich ihn in die Lava geschickt habe. Das scheint so, ne? Verdammt, unser Schild hat auch einen magischen Verteidigungsbonus. Oh, er haut ganz schön viel raus hier. So. Ja, da ist er weg. Wahrscheinlich werden wir nicht viel mitnehmen können mehr. Der Rest ist alles zu viel. Alles klar. So spannend das jetzt auch sein möge, aber wir müssen auch Schluss machen irgendwann. Das ist leider jetzt. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Ich finde das ziemlich cool. Muss mich sowieso leer machen, wie ihr gesehen habt. Lohnt sich jetzt also nicht dafür, nochmal kurz einen Cut zu machen. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Freue mich aufs nächste Mal. Hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!